So, Leute. Ich bin dann mal wieder da, weil ich hab mal Besuch gesucht. Und möchte kotzen. Ich möchte dringendst kotzen. Ich hasse es, offensichtliche Wege nicht zu sehen. Das war schon in der Hauptstory so, wie auch jetzt. Ich weiß nicht, wieso ich diese Angewohnheit habe. Aber ich habe sie, wie es aussieht. Offensichtlichen Scheiß zu ignorieren. Dafür möchte ich mich auch dringendst entschuldigen. Auch für den kleinen Ausraster, den ich da gerade eben hatte. Bin ich jetzt draußen? Was ist denn jetzt? Bin ich das? Ach, Kirche, ist das jetzt dein Ernst? Hä, was? Achso. Ja, ich liebe es. Die Kirche bimmelt immer zur gleichen... Na, hier geht's nirgendwo lang. Immer zur gleichen Uhrzeit. Das macht immer wieder Laune. Dieses Problem mit dieser Kirche habe ich noch nie so oft gehabt wie wie jetzt. Diese Tür hier ist nicht für mich offen. Dann gucken. Lass mich raten. Na komm, Steven. Lass mich raten. Du übersiehst wieder offensichtliche Scheiße, wie immer. Ja, ich lerne es langsam, es zu hassen. So, ja, natürlich übersehe ich wieder bestimmt. Oh, offensichtlichen Müll. Und Kirche, bimmel bitte noch lauter. Bitte. Ne, hier ist ja das. Hier bin ich ja rausgelatscht. Wieso kann ich hier hoch? Diese Tür auch war nicht auf. Kirche, du näher. Auf. Die sind gerade mal drauf. Na, mach Tür auf. Ich sehe hier nichts hier drin. Hier. Mach mal wieder auf. So. Ja, wie gesagt, tut mir leid. Die Kirche zerstört gerade komplett.
komplett das Feeling. Du kannst nicht gerade null für. Das war noch nie so nervig mit dieser Kirche. So! Ja, ja. Die Tür hier war ja nicht auf. Kann man denn da... Die ist wirklich gar nicht auf, ne? Nee, sie haben auch irgendein Zeichen dafür, wenn die Tür begehbar ist. Das weiß ich. Kotzen! Ich krieg's kotzen! Es fängt nämlich wieder an. Wieso stehen hier Sachen rum und ich kann nichts machen? Auch nicht. Nee. Nein, ich guck gerade zwischendurch mal auf den zweiten Bildschirm. Weil, wie ich mal erwähnt habe, ist mein Hauptbildschirm ein bisschen zu dunkel. So. Die Tür hier war doch gerade eben erst... Mit dir kann ich nichts machen. Die Frage ist ja, wo lang laufe ich gerade? Zu einer Zuntür. Du hast ne... okay. Hi. Och mein Gott, das Kirche, bist du jetzt bitte mal fertig? Bitte! So. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. So. Diese Typen haben wir, soweit ich weiß, also die Stimmen kamen mir doch sehr verdächtig vor. Ich sehe nichts, viel zu stark überbelichtet. War das jetzt der richtige Weg? Scheint so.
Myers Fort. Dressing skins are fuck off. Ich laufe hier nur rum, wieso bin ich denn jetzt wieder ein Spielverderber? Muss ich nicht verstehen, aber ist okay. Dass der immer so Oh, da haben wir mal was zum... Das ist das erste Dokument, was wir da haben. Bla, von J an K, Repatient Samuel. Kurt! Wir haben wieder einen, und diesmal kannst du es nicht als einen Fall von akuter psychopathischer Belastungsreaktion abtun. Ein Wachstum ganz hinten im Verwaltungsblock ist der neueste Mitarbeiter, der anfängt, Wernickes Märchen zu sehen. Der war nie dem Antrieb direkt ausgesetzt, ist nie unterhalb des ersten Stockes in diesem Gebäude gewesen. Es wäre schon ein unglaublicher Bruch von Protokoll und Sicherheit, wenn Ärzte sich in Hörreichweite eines angestellten Wachmanns über Wallrider unterhalten würden. Und es scheint schon sehr unwahrscheinlich, dass er allein über eine solch obskure und mystische Geschichte gestolpert ist. Es ähnelt so sehr dem Fall von Dr. Samuel und dem anderen vor ihm. Es ist eine Sache, wenn ursprünglich gesundes medizinisches Personal unter den Bann der Wahnvorstellung ihrer Patienten fallen. Aber es ist etwas anderes, wenn diese Überzeugungen, ich weiß auch nicht, über die Luft übertragen werden. Wir müssen persönlich miteinander sprechen. Bellings. Hier sollte doch sollte hier nicht, das ist doch... Wäre ein guter Platz fürs Funkgerät gewesen, möchte ich immer so sorgen. Funkgerät, da! Da! Das ist doch eins! Da ist sonst nichts drin, nein, nein. Aber leider, genau dieses Funkgerät dürfen wir also nicht nehmen. They'll tell you it's science, but it's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. They've always been here. Billy ist wieder unterwegs. Ja, ist er. So, Billy ist mal wieder unterwegs. Wir haben damals auch gesagt, das, was sie angestellt haben. What the fuck? Why? You couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. Yeah,
Und da ist mir dann leider aufgefallen, und das werde ich auch später noch im Video sagen, ich habe irgendwie es geschafft, das Mikro nicht anzuhaben. Naja, gut, kann man nichts machen. Ach ja, das war ja die Stelle hier, wo eine altbekannte Person, die wir in der Hauptstory kennengelernt haben, zum ersten Mal auftaucht, wo ich immer noch überrascht bin, dass er mich eigentlich über die Fensterscheibe nicht gesehen hat. Aber gut, und zwar ist es ja der Chris. Der Chris, ich glaube Walker heißt er, wenn ich mich nicht irre. Das hatte jedenfalls, glaube ich, Felix im Stream gepostet. Ich komme hier nicht drüber, das gefällt mir null. Komm bloß nicht rein. Bleib bitte da draußen, ja? Ich habe da keine Lust zu, wenn du da jetzt irgendwie reinkommst. So null. Aber so wie es aussieht, ignoriert er uns. Sehr gut. Und er geht raus, oder? Ja, raus. Ich bin übrigens kein Fan von ihm. Das liegt daran, weil er mich in der Hauptstory dann doch ein bisschen abgefuckt hat. Aber vielleicht habe ich ja eine Möglichkeit gefunden, an ihm vorbeizukommen. Ich bin jetzt mir nicht sicher. Ich muss dazu sagen, die Nachkommentierung mache ich hier gerade ein Stückchen später als sonst. Also außerhalb der damals existierten Aufnahme. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt gerade her ist, dass ich das mache, deswegen erstmal hier rüber. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich höre ihn. Ja, ich glaube, da hinten habe ich ihn gerade kurz gesehen. Ich muss nur sehr vorsichtig sein, weil ich weiß nicht genau, wo er gerade steckt. Kommt er jetzt gleich nochmal zurück oder wie ist das jetzt? Ich glaube, der dreht gleich einmal rum, oder? Ja, da dreht er einmal rum. Ja. Ja, du mich auch mit kleiner Geist, du. Komm schon. Ja, komm, da ist er. So nah. Und er übersieht mich trotzdem. Ich find's geil. Einfach nur cool. Und wir haben es mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind an ihm vorbei. Yay! Ich glaube, mir fällt es gleich auf, so wie es aussieht. Deswegen bin ich hier, glaube ich, jetzt gleich schon mal ruhig, oder? 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 Ich glaube, jetzt müsste es mir gleich auffallen. Und auch noch nicht. Erreiche den Verwaltungsblock, um zu entkommen. Okay, sind wir auf dem Weg, machen wir. Sieht interessant aus, wie ich da unten rede. Man hört mich null. Bist du etwa... Ich glaube, du bist es, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, das lese ich gleich nochmal vor, aber das wird wohl aus der Wahrscheinlichkeit im nächsten Part sein. Ja, komm. Ach nein! Wann war das Mikro aus? Moment, Leute.